Ja, hallo liebe Fans, Zuschauer und Zuschauerinnen von beyondpixels.at. Wir sind hier heute im 35. Stock über Wien. Sony hat uns eingeladen auf die Neuheitenpräsentation fürs Frühjahr 2014. Ja, und da werden wir uns jetzt mal reinbegeben und uns die ganzen aufregenden neuen Sachen aus dem Sony-Portfolio anschauen. Kommt mit uns mit! Elisabeth Meyerhofer von der mobilen Sparte von Sony hier bei mir stehen und die wird uns jetzt kurz die Neuigkeiten aus dem Mobile-Sektor vorstellen. Frau Meyerhofer, Elisabeth, du warst ja gerade auf dem World Mobile Congress in Spanien und wie wurden die Neuheiten von Sony denn aufgenommen, beziehungsweise was habt ihr alles vorgestellt? Wir haben eine Reihe an Geräten vorgestellt. Besonders hervorheben möchte ich einige, die ich heute mitgebracht habe. Und zwar unser neues Xperia Flaggschiff, ein Smartphone namens Xperia Z2. Das Xperia Z2 zeichnet sich insbesondere durch die Kamera aus. Es hat die beste Kamera in einem wasserdichten Smartphone und es hat die beste Videokamera, also Camcorder, in einem wasserdichten Smartphone. Was bedeutet das? Gehen wir zuerst auf die Videokamera ein. Wir können erstmals 4K aufnehmen. 4K, also die vierfache Auflösung, die jetzt üblich ist. Das bedeutet, ich habe nicht nur jetzt ein detailgetreues Bild, sondern kann diese Aufnahmen, die ich heute mache, auch noch in Zukunft nutzen, wenn man davon ausgeht, dass vielleicht heute noch nicht alle einen 4K-Fernseher zu Hause haben. Zusätzlich, um diese Videokompetenz zu unterstützen, haben wir SteadyShot eingebaut. SteadyShot ist ein Bildstabilisator, der dann auch Freihandaufnahmen möglich macht und die Verwacklung möglichst reduziert. Um das noch mehr zu unterstützen, und das nächste Mal gibt es dann vielleicht nur noch ein kleines Mikrofon, haben wir auch so das perfekte Set, um Etwas handlicher als mein Ding hier. Ja, das perfekte Set, um auch den Sound, nicht nur das Bild, sondern auch den Sound aufzunehmen. Das ist völlig flexibel um 180 Grad drehbar. Das nächste Produkt, das ich gerne vorstellen möchte, ist das Tablet-Geschwisterprodukt zum Xperia Z2, nämlich das Xperia Z2 Tablet. Nicht überraschenderweise. Das Xperia Z2 Tablet hat insbesondere den Anspruch, das dünnste und leichteste Tablet, wasserdichtes Tablet zu sein. Wasserdicht, das habe ich beim Smartphone nicht erwähnt, unsere Z-Serie ist immer wasserdicht. So gesehen auch die neuesten aus der Z-Serie. Das Display ist genauso von der Technologie wie jenes des Smartphones. Was ist das Besondere? Es ist ein Triluminos-Display und wird unterstützt durch Live-Color-LEDs, was insgesamt dann ein optimales Betrachtungsergebnis auf dem Bildschirm liefert. Dadurch, dass immer mehr Videos geschaut werden, wurden die Lautsprecher etwas verrückt im Vergleich zum Vorgänger. Ja, Elisabeth, da haben wir jetzt gesehen, das Tablet und das Smartphone-Flaggschiff und vor allem fürs Tablet. Sony stellt ja den Laptop-Betrieb jetzt ein. Ich vermute mal, das liegt auch daran, dass die Tablets immer beliebter werden. Gibt es denn da jetzt auch, sage ich mal, Zubehör, damit wir das ähnlich nutzen können wie einen Laptop? Ja, genauso könnte man das sehen. Wir haben auf jeden Fall, schauen wir uns das hier an, eine besonders zarte und leichte, wenn du noch eine Hand frei hast, bitte ausprobieren. Oh mein Gott, ja, das wiegt ja gar nichts. Das wiegt gar nichts.
mit Tastatur, die man über NFC und dann Bluetooth mit dem Tablet verbindet. Das heißt, ich streiche da nur hier hinten hinter das Gerät und habe über NFC-Logo an NFC-Logo eine Bluetooth-Verbindung aufgebaut. Das Tolle an der Tastatur ist, sie hat einen ausgezeichneten Druckpunkt und kann immer mitgenommen werden, weil sie kein Gewicht hat. Wir werden die Tastatur mit oder ohne Hülle verkaufen. Die Hülle wird dann das Tablet und die Tastatur beinhalten. Was kann das sein? Das ist eine Fernsteuerung. Eine Fernsteuerung für das Tablet, für das Smartphone, aber natürlich insbesondere für das Tablet, weil da rücke ich ein bisschen vom Bildschirm weg und will dann nicht jedes Mal mich aufsetzen müssen, um etwas lauter leiser zu stellen oder sonstige neue Einstellungen vorzunehmen. Der Clou ist aber, dadurch, dass es ja ein LTE-Tablet ist und auch telefonieren kann, dass, wenn eine SIM-Karte drinnen ist und es läutet, ich hier auf die Annahme gehe und dann einfach mit der Fernsteuerung telefoniere, also es als Headset verwende. So, um genau zu sein. Ja. Sehr komfortable Neuerung. Das war nur ein Teil davon. Jetzt, eines ist noch ganz wichtig: Sound. Video spielt eine Rolle, Kamera und Sound. Das betrifft beide Produkte. Das Tablet und das Smartphone ist mit Digital Noise Cancelling Technologie ausgestattet. Das bedeutet, dass bei einem Umgebungsbild, dass 98% des Umgebungsgeräusches beim Telefonieren oder Musikhören weggefiltert wird. Ein neues Erlebnis. Wir haben aus dem Grund auch das Digital Noise Cancelling Headset beigepackt. Packungsumfang bis Z2. Beide Geräte werden im März, April auf den Markt kommen. Das Smartband, das ist eine Neuigkeit, bereits angeteased an der Consumer Electronics Show in Las Vegas zu Jahresbeginn. Jetzt haben wir es als Produkt vorgestellt, nämlich in Kombination mit der LiveLog App. Ich kann also dieses Band nur in Verbindung mit der App vorläufig verwenden. Die App, und die würde ich wahnsinnig gerne zeigen, ist aber einfach noch nicht für mich bereit gewesen. Daher ist sie noch nicht ausgegangen. Ich muss ins Büro zurück nach vielen Tagen, um mir dort die Software zu holen. Die LiveLog-App ist auf jeden Fall in Kombination mit dem Smartband ein digitales Tagebuch. Es ist nicht nur ein Fitness-Tracker, nicht nur ein Healthband, welcher Art auch immer, sondern es kann auch alle meine Aktivitäten, die ich im Laufe des Tages mache, Leute treffen, Musik hören, fotografieren, was könnte man noch machen, all das, was ich tue, wird aufgezeichnet, sofern ich das möchte, und in der App dann dargestellt. Kann zurückverfolgt werden, kann mir vielleicht auch Aufschlüsse auf die Zukunft geben. Wir werden Bullet sein, ich kann dann durch Klick auf den 8 Uhr Bullet, der aussieht als wie mein Album, draufklicken und sehen, aha, um 8 Uhr, welche Fotos habe ich gemacht. Also das alles fasst mir, diese LiveLog-App fasst mir nach Wahl zusammen, an was ich mich erinnern möchte. Sehr interessant. Und die App ist schon verfügbar, haben Sie jetzt nur nicht, soll ich mal zur Hand, oder wann wird die veröffentlicht? Ja, alle Geräte, die wir hier sehen, die kommen im März, April auf den Markt, vielleicht eher April. So ist es auch mit der LiveLog-App, weil App ohne Smartband macht ja keinen Sinn. Deswegen, nicht viel Sinn machen, ja. Was ein nettes Feature ist, ich kann dieses Smartband auch als Schlafphasenwecker verwenden. Es weckt mich dann, wenn der beste Moment dafür ist, durch eine Vibration. Natürlich, das Band macht mich auch auf Nachrichten, E-Mails, SMS aufmerksam durch eine Vibration. Ich kann Musik steuern, ich kann die Kamera bedienen als Fernsteuerung. Also das ist alles in dieser Kombination hineingebracht. Gut.
Ja, Elisabeth, ich bedanke mich für die Vorführung der Neuheiten. Es sind einige interessante Dinge dabei, vor allem das Smartband hat sicher Vorteile für alle Leute, die gern joggen gehen oder auch einfach nur den Tag im Überblick haben. Ja, danke dir. Super, danke dir auch. Super. Zu dem Bereich, der für uns Multimedia-, Film- und Gaming-Enthusiasten wahrscheinlich am interessantesten ist. Ich habe mir jetzt für den TV-Bereich den Herrn Thomas Reiser geholt. Hallo Herr Reiser, würden Sie uns vielleicht zu den neuen 4K-Geräten ein paar Infos geben? Es wurden ja vergangenes Jahr schon die Triluminas-Displays vorgestellt. Was hat sich jetzt denn im Vergleich zum vergangenen Jahr geändert? Ja. Erstmal hallo und servus. Geändert hat sich vor allen Dingen in Bezug auf Bild, Tonqualität und Design. Vielleicht ganz kurz zum Design. Wir haben ein neues Design, was wir hier sehen, mit der X9-Serie. Und das neue Design hat eine keilförmige Silhouette. So bewirken, dass A, die Stabilität etwas besser ist, vor allem aber das Sound massiv verbessert wurde. Das heißt, wir haben mehr Volumen, mehr Kapazität für den Lautsprecher. Entsprechend ist die Klangqualität in Bezug auf die Bässe vor allen Dingen massiv verbessert. Darüber hinaus setzen wir neue Chassis ein. Also wir haben hier, die Membranen sind nicht mehr aus Kunststoff wie im Vorgängermodell, sondern aus Glasfaser. Glasfaser hat die Eigenschaft, dass es sehr steif, sehr leicht ist. Und vor allen Dingen bei hoher Lautstärke wird der Basshub dahingehend verbessert, dass es keine eigenen Resonanzen mehr gibt. Design. Darüber hinaus natürlich die Bildqualität. Ich denke, eine Sony-Kompetenz, die schon jeher bekannt ist, glaube ich. Wir hatten letztes Jahr ein Vorgängermodell, hatten wir bereits Triluminas eingesetzt. Triluminas Display-Technologie, eine Technologie, die den Farbraum massiv erweitert. Das heißt, es wird ein Farbraum im Prinzip simuliert, der einem 14-Bit-Panel entspricht. Soll heißen, ich habe statt wie beim 8-Bit-Panel 256 Abstufungen pro Farbe, habe ich ca. 10.000 Abstufungen pro Farbe. Ich kann also mit anderen Worten, wie ein Maler, der einfach eine breitere Palette an Buntstiften hat, kann ich Farben massiv besser darstellen. Vor allen Dingen natürlicher, authentischer. Triluminas. Dann 4K XLED Pro, ein von Sony entwickelter Bildprozessor, der die Bildschärfe massiv verbessert und darüber hinaus die Details besser anzeigt. So heißt es eine intelligente Technologie, ein intelligenter Prozessor. Er vergleicht das Eingangssignal mit einer Bilddatenbank, die bereits im Prozess integriert ist, vergleicht das Eingangssignal mit dem Idealbild und optimiert dieses, sodass die Bilder im Endeffekt realistischer sind, detailreicher vor allen Dingen und die Bildschärfe entsprechend massiv verbessert wurde. Jetzt neu bei den 2014 Modellen, diesem Gerät, was Sie hier sehen, ist eine Technologie, die nennen wir Extended Dynamic Range. Weil Details scheinen sehr wichtig, farbisch wichtig, aber es geht auch um Kontrast, um eine bessere Kontrastabstufung, es geht um Schwarzwerte vor allem. Mit dieser Technologie in Verbindung mit dem Bildprozessor erreichen wir einen Helligkeitsboost oder eine Erhöhung der Helligkeit um Faktor 2. Das heißt, das Bild wirkt vor allen Dingen, wir sehen es hier, sehr eindrücklich, glaube ich, eine Szenerie in einem sehr dunklen Raum. Wir sehen die Dame, entsprechend von den Spots sind wir sehr brillant und naturgetreu simuliert im Bild. Und diese XDR-Technologie, wie wir sie nennen, bewirkt eben, dass der Schwarzwert massiv besser ist zum einen und dass die Helligkeit entsprechend erhöht wird und das Bild somit brillanter wird. Super. Was mich jetzt interessiert, 4K ist im Kommen, ja, bestimmt jetzt auch langsam mit immer mehr Geräten, sage ich mal, für den Consumer-Bereich zu Hause.
Und wie schaust du denn jetzt mit Material aus? Ich meine, grundsätzlich die Umstellung vom normalen Digitalfernsehen auf Full HD hat ja schon eine Zeit lang, sage ich mal, in Anspruch genommen. Jetzt kommt der nächste Standard mit 4K. Wie lange wird es denn dauern, sage ich mal, bis wirklich so Blu-Rays oder meinetwegen auch Gaming im 4K-Bereich und dergleichen? Kann man da eine Aussage treffen, wie schnell das vonstatten gehen wird? Wir hoffen schnell natürlich. Ich meine, wir hatten die gleiche Fragestellung natürlich vor x Jahren, als Full HD ein Thema wurde. Auch da wurde die Frage, wann kommt der Comic-Content überhaupt? Inzwischen wissen wir, er ist schon länger da. Das heißt, die Industrie hat doch relativ schnell reagiert. Bei 4K wird es so sein, dass natürlich die Bandbreite entsprechend groß sein muss. Die Kapazität. Stand heute ist so, dass die Blu-ray zu wenig Kapazität hat, um nativen 4K-Content zu speichern. Die Lösung, die es geben wird, die besteht noch etwas in den Sternen, würde ich mal sagen. Also in den USA gibt es bereits 4K-Streaming-Möglichkeiten. Also ich kann über einen Server, den wir übrigens auch in den USA bereits eingeführt haben, kann auch wieder 4K-Content streamen. Sofern die Bandbreite von Internet steht. Die ist in Europa noch nicht ganz so fortgeschritten, sage ich mal. Insofern wird es vielleicht noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis dieser Service verfügbar sein wird. Wichtig ist aber, dass nicht jeder von uns nimmt tagtäglich mit der Videokamera oder mit der Digitalkamera oder mit dem Smartphone Bildern 4K auf. Also insofern ist natürlich, ich sage es mal, der kurzfristige unmittelbare Nutzen dahingehend, dass ich meine Bilder, die ich aufnehme, sofort in 4K-Qualität über das Fernsehgerät zeigen kann. Okay. Und wie schnell wird jetzt, sage ich mal, der Konsument wechseln, weil ich meine, er hat jetzt vielleicht sich erst kürzlich einen Full-HD-Fernseher gekauft oder so. Inwieweit, denken Sie, wird der Konsument das schnell annehmen oder wie lange wird das dauern, bis er sagt, okay, Full-HD ist zwar jetzt schon mal gerade neues Gerät gekauft, aber wird das jetzt schneller zum Beispiel gehen als vom Digitalfernsehen oder beziehungsweise allgemein im Fernsehen, sage ich mal, wer sich noch daran erinnert, auf 4K oder wird das, sage ich mal, sich jetzt doch dadurch, dass Full HD momentan eher Standard ist, wird es länger dauern? Was sagen Sie da? Naja, es steht und fällt auf dem Angebot mal grundsätzlich. Also zum Beispiel ein Hardware-Angebot. Die Geräte sind jetzt da. Es gibt auch verschiedene Preissegmente. Das heißt, es wird auch wirklich für den Massenmarkt mal wird es jetzt langsam interessant. Darüber hinaus bin ich überzeugt davon, dass die Konsumenten hier die Absicht, ein neues Fernsehgerät zu kaufen, ein Gerät mit der letzten Technik, im Hinblick auf die Fußballweltmeisterschaft vor allen Dingen, denke ich, wird die Nachfrage nach größeren Displays steigen. Dieser Trend ist sowieso zu verzeichnen grundsätzlich. Und darüber hinaus ist es so, dass größeres Display bedingt auch höhere Auflösung eigentlich. Und insofern ist natürlich 4K wird ein zentrales Thema werden. Im Übrigen ist es so natürlich, dass unser 4K XLD Pro Bildprozessor jedes Signal auf 4K hochskaliert. Das heißt, egal ob Standarddefinition, HD, Full HD, was auch immer, egal vom Internet, vom DVD, vom Blu-ray, vom was auch immer, vom Tuner, das Programm wird hochskaliert. Und entsprechend besser ist auch die Bildqualität. Also ich habe einen unmittelbaren Nutzen sofort, wenn ich ein 4K-Gerät kaufe. Also insofern gibt es die Berechtigung für 4K bereits jetzt schon. Und wie gesagt, die Programmanstalten, die werden sich umstellen im Laufe der Jahre, dass 4K-Content zur Verfügung stehen. Sky zum Beispiel betreibt bereits Pilotsender mit 4K-Content. Also insofern ist es eine Frage der Zeit. Und ich denke, der Konsument kann sich sicher sein, dass sich sowohl die Industrie als auch die Programmanbieter auf 4K um- und einstellen werden. Okay, jetzt mal weg vom klassischen Fernsehen, sage ich mal. Wie schaut es denn aus mit Features, so die das Gerät zusätzlich noch bündelt, abseits von Bilddarstellung, sage ich mal. Multimedia-Features, die weitreichende Vernetzung mit Social Media und dergleichen ist ja immer weiter am Fortschreiten. Was bietet uns da das neue Produkt? Ja, das ist für uns auch ein sehr elementares Thema. Mein Design ist ein Punkt, die Bildqualität ist wichtig, die Tonqualität ist wichtig. Und es geht also jetzt auch um die Benutzeroberfläche im Verbindung.
verbinden mit zum Beispiel sozialen Netzwerken. Grundsätzlich so sehe ich natürlich einen Internetbrowser integriert. Ich kann Dutzende von Apps kann ich bereits auf die Plattform habe Zugriff. Unter anderem Skype, Facebook, Twitter, geht alles problemlos. Ja, wenn ich da noch kurz einhaken darf, wir waren vorher beim Mobile-Bereich vorne und da hat uns die Kollegin, die Frau Meierhofer, hat uns da eine NFC-Tastatur gezeigt, eben die mit dem Tablet funktioniert. Ich persönlich habe mich, sage ich mal, von diesen Smart-Features und so weiter, diese erweiterten Features von Fernsehgeräten bisher noch nicht so interessiert, schlicht und ergreifend deshalb, weil ich meine, nicht mit einer Fernbedienung und jeden Buchstaben bei einer URL eingeben muss, einzeln, das dauert natürlich ewig. Da wäre natürlich jetzt so die Tastatur von Sony ganz interessant. Wird das funktionieren? Wird das spartenübergreifend möglich sein? Ja, also uns, grundsätzlich ist es so, dass wir uns davon ausgehen, dass der Konsument seine Apps, seine Videos, seine Fotos, seine Musik, was auch immer, hat er permanent abgegeben auf dem Smartphone oder Tablet. Das heißt, wir glauben nur, dass der Konsument auch die Eingaben, die er machen will, über das Tablet machen wird. Soll heißen, die momentanen Geräte von 2014 sind das nicht so zeitkompatibel, sondern die Fenster sind einfach weil wir gehen davon aus, nochmal, dass der Konsument eine einfache Lösung sucht für seine aktuellen Inhalte, die er auf dem Smartphone und Tablet hat. Mittels NFC-Verbindung kann er die einfach und schnell auf dem großen Display spiegeln in voller Deckung. Ja gut, dann bedanke ich mich einmal für die umfangreiche Einführung hier in die neuen 4K-Produkte von Sony. Herr Reiser, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit den neuen Geräten und allem. Sony, viel Erfolg mit den neuen Geräten. Vielen Dank. Und ja, damit würde ich sagen, beenden wir heute diesen Tag bei Sony und wünschen noch, wie gesagt, viel Erfolg. Danke. Danke. Gleichfalls. Super.